Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Vati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Debütalbum von meinem Bruder SDK auf Entspannt in der limitierten Standard-Edition. Nee, Spaß. Er hat leider keine Box rausgebracht, aber gar kein Problem. Trotzdem unterstützen wir diesen Künstler, auch wenn er keine Box rausbringt. Die Standard-Edition reicht auch, Habibi. Und ist günstiger. Kannst deine Pfandflaschen nur 20, 30 Stück sammeln. Dann reicht das auch für die CD. Scherz. Auf jeden Fall habe ich die Standard-Edition und natürlich die Vinyl-Edition. Muss auch sein, man gönnt sich ja sonst nichts. Auf jeden Fall, eine Hand wäscht die andere Hand. Und gute Musik muss immer unterstützt werden. Warum nicht, ne? Und gerne, wenn du SDK unterstützen willst, check die Videobeschreibung ab. Jetzt, ich mach kurz Pause. Und, kauf. Man muss ja immer supporten, das ist immer gut, wisst ihr? Ich will immer nicht sagen, ja, ihr müsst kaufen, der ist der beste Rapper, der ist der krasseste, der hat beste Lyrics. Aber SDK ist ein Künstler, der echt chillig und krasse Beats hat, ehrlich. Ich feiere das, wenn er so chillig rappt, dabei diese Oldschool-Beats. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du ein, zwei Songs von ihm gehört, aber SDK ist ein nicer Rapper. Eins nicer Rapper, schöne Grüße. Auf jeden Fall, ja, so haben wir alles beredet, haben wir das gesagt. Auf jeden Fall, das habe ich vergessen. Die Sonne ist heute richtig stark. Ich weiß auch nicht, in Winterzeit, dass die so stark ist. Respekt, auf jeden Fall, Überbeleuchtung Easter. So, haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommen wir zu meinem besten Freund. Das ist Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. So muss es sein. Und ja, fangen wir jetzt richtig an. So sieht die Standard-Edition aus. In einem Pappschuber, ne, nicht Pappschuber, könnte man so ein recycelbares CD-Verpackung, ne? Kennt ihr diese Standard halt. So sieht's aus, auf entspannt, wie chillig er da sitzt. Ich weiß nicht, wo das jetzt ist, ich habe das nicht verfolgt. Müsste in Deutschland sein, oder ne, in Amerika, wahrscheinlich. Und ja, so sieht's von hinten aus, die Trackliste. Sind 15 Tracks müssen sein, warte, da war da. Ja, 15 Stück. Features sind Sido, Ades und Taimo. Ja, wenn ich es so richtig sehe. Zweimal Sido, Ades und Taimo. Ja, nicht schlecht. 15 Tracks, man ist ein gutes Album. Also in dem Sinne genug Tracks, dass man das nicht sagen kann. Ja, so wenig Songs für diesen hohen Preis oder was auch immer. Diese kennt ihr doch, diese Auge machen. Immer diese Auge machen. Hoffentlich, ich hoffe, wenn du zu viel Auge machst, dass er irgendwann rausfällt, muss sein, dann bist du ein Pirat, Habibi, ein Pirat, so, arr, ich bin Pirat, ich habe mein Auge verloren, richtig reingeschissen, naja, ja, ich mache einfach mal die Box, die CD auf und dann schauen wir mal, ich rede schon so viel, Habibi, ernsthaft, ich rede viel zu viel, aber es muss sein, ich will das ja so therapiemäßig euch einreden, die CD, oh Mann, reingeschissen, richtig reingeschissen, warte mal, seid mal leise. Ich glaube, die Mülleimer sind da. Ah, nein, die Müllmänner. Müllmänner, nicht Mülleimer. Ja, heute ist wieder Mülltag, muss man wieder Müll reinholen oder rausbringen. Kennt ihr das auch, diese Minus? Ja, ja. Ich habe einmal fast gekotzt, Mann, wo ich Müll von anderen gerochen habe. Richtig Minus. Katastrophe, boah. Kennt ihr das so? Richtig. Ah. Alter, wenn ich schon daran denke, muss ich schon kotzen fast. Richtig reingeschissen, ey. So, jetzt ich habe es fast offen. Moment. So, ganz schnell, zack, zack, Bannerback. So, auf jeden Fall fühlt sich das super an, so richtig Recycle-Papier-mäßig. Aber geile Fotos, krass. Nicht schlecht, auf jeden Fall, so sieht's aus. Von hinten habt ihr schon gesehen. Wenn ich das öffne, hoppala, fast runtergefallen. Chill. Zack, erste Seite und zweite. Und die andere, fuck it. Aber auf jeden Fall zeige ich euch mal erst das hier, nochmal näher. Richtig geil. Und da in der Mitte ist die CD. Moment, ich mach die in die Mitte. Einen Moment. Richtig QVC-Style am Managoya. Richtig QVC. Und die CD ist in der Mitte. Zeige ich auch mal ganz schnell. Ach, da ist ja noch ein Bild. Wenn man die CD rausholt. Moment, so, hoffentlich sieht man das. Hoffentlich, Moment. So. Ja, und so sieht die CD aus. Von hinten Silber normal. Ja. Haben wir noch ein Booklet? Ja, chillig, hier ist ein Booklet drin, oder? Nee, da ist was anderes drin. Doch, ein Booklet. Booklet, ganz simpel, auch in so Recycle-Papier-Style. Richtig geil. Man muss immer nicht immer diese, keine Ahnung, glänzende Scheiße haben. So ist auch gut. Bisschen sparen, Habibi. Das ist schwer auf. Nächste Seite.
Wenn ihr es habt, dann könnt ihr es auch natürlich für euch selber so reinziehen. Müsst jetzt nicht mal alles Pause drücken. Kauft euch einfach das Album, dann wisst ihr, was ich meine. Wegen, ich mache jetzt extra schnell, damit ihr halt auch was unterstützt. Ja, das war's. Das ist die Standard-Edition. Oder einfach die normale CD. Wenn du es auch kaufen willst, check die Videobeschreibung ab. Und ja, das war's damit. So, jetzt kommen wir zum Vinyl. Vinyl feiere ich übertrieben immer. Vinyl ist geil, Freunde. Also, ganz ehrlich. Schreib mal in den Kommentaren, ob du den Rapper überhaupt feierst oder kennst, was auch immer. Oder hast du dir das Album gekauft? Vinyl, was auch immer. Schreibt eure Meinung, was ihr wollt. Ich lese alles durch, ich beantworte jede Frage. Und ja, das ist immer gut. Da habe ich was zu arbeiten, wisst ihr. Ich mache ja nichts. Ich bin ja eigentlich Einwanderer gewesen. Und jetzt... chillig. Ach, warte mal, was steht da? Jetzt habe ich reingeschissen. Inklusives Album ist auch dabei. Ja, Hammer. Jetzt habe ich das zweimal. Wow. So sieht das aus. Cover in groß. Von hinten so. Ihr wisst das. Muss ich jetzt alles zeigen. Und das Bild in groß, glaube ich. Ja, richtig geil. Ich mach mal aus. Ich hole mal eine Vinyl raus. Zack, zack. Ist da was drinnen? Moment, ich guck mal. Ah, da ist die CD. Moment. Jawollig! Die CD. So sieht die aus. Exklusiv auch in der Vinyl dabei. Also das bedeutet, wenn du die Vinyl kaufst, keine Angst, du kriegst die CD auch noch gratis dazu. Dann hast du 2 in 1. Hast du gespart mäßig. Ist nicht schlecht. Jetzt hole ich die Vinyl kurz raus. Vorsichtig anfassen. So sieht das aus. Ich zeige einfach ganz grob. Moment. Zack, zack. Ich lege das zur Seite. Eingeschissen. Und da ist SDK. Richtig geil, ich finde es übertrieben, sein Album, ne? Ich habe mir jetzt reingezogen, Freund der Sonne. Jetzt fragst du dich, wie? Das Album ist ja erst noch verpackt gewesen. Es gibt auch die digitale Version heutzutage. Oder von andere Standard-CD, die ich ausgepackt habe. Ja, das geht sowas. Moment, ich schreibe das mal rein. Und ja, Respekt, ernsthaft. Ich finde es richtig geiles Album. Kann man gut im Sommer oder allgemein so reinziehen. Finde ich richtig nice. Und ja, was soll ich sagen? Ein, zwei Songs gab es, die ich nicht jetzt übertrieben direkt gefeiert habe. Vielleicht kommt das noch, vielleicht nicht. Man weiß ja nie. Moment, ich muss das rausholen jetzt. Und ja, zieh dir das einfach selber rein, weißt du? Ganz ehrlich. Ich muss nicht immer sagen, kaufen, kaufen, wenn ihr es nicht feiert. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify auch hochlädt. Aber zieh dir es dann erstmal in Spotify hoch, dann. Wenn du noch nicht weißt, ob du es kaufen willst oder unterstützen willst, den Artisten. Ey, die scheiß Amonago, was los? Geh doch rein. So, muss man immer Gewalt führen, ne? Damit das klappt. So, reingeschissen. Andere Seite. Ja, ist auch Vinyl, muss ich jetzt nicht zeigen. Ist auch die gleiche Vinyl drin. So, auf jeden Fall, wenn du SDK unterstützen willst, ihr wisst das, ich muss mich wieder wiederholen. Check meine Videobeschreibung ab. Da ist alles, weitere Informationen. Butterfly meldet sich ab. Er ist jetzt müde, er geht jetzt schlafen. Ich auch natürlich. Und ja! Danke fürs Einschalten. Teil das Video, wenn du das supporten willst. Wenn nicht, reingeschissen. Euer Fatih. Mach's gut. Ciao mit V oder tschö mit Ö. Habibi, wir sehen uns. Nächste Video. Mach's gut. Ciao.